Sein letzter Auftritt als Cheftrainer der TSG, sein letzter in der Bundesliga. Huub Stevens stellt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab sofort zur Verfügung. Naja, die Gründe, die sind al einige Wochen da. Und mit Dank an Thomas Fröhlich, unseren Vereinsarzt, der hat Herzrhythmusstörnisse konstatiert. Und dann hat mich weitergeleitet nach Spezialisten. Und Montag bin ich in der Uni in Heidelberg gewesen. Und da haben sie das auch weiter konstatiert. Ich bin da auch an geholfen worden. Und es kann sein, dass ich in der kürzeren Zukunft noch operiert werden muss. Und ich habe dann auch Alex ganz frühzeitig informiert. Das war noch vor Montag, ich glaube, dass das letzte Woche Donnerstag gewesen ist, dass Alex wusste, was war mit mir. Und dann habe ich heute Morgen, bin ich doch hingefahren und habe ich ihm informiert, dass das Risiko so groß ist, sicherlich in einer Situation, wo wir uns befinden. Ich kenne die Situation und ich weiß, dass er dann nicht 100, aber 100%, 120% fit sein muss, um alles zu geben für die Mannschaft, für den Verein, für allen Beteiligten. Und das Risiko ist dann zu groß, dass doch etwas dich zuteilst, was du eigentlich nicht willst. Und von daraus haben wir uns auch entschlossen, um diesen Weg zu gehen. Sicher überraschend, absolut nachvollziehbar, aber natürlich auch ein Stück weit beklemmend, als das Gespräch dann heute stattgefunden hat. Huub hat mich, wie er gerade richtig gesagt hat, im Vorfeld an den anstehenden Termin am Montag in Heidelberg bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass es Unregelmäßigkeiten gibt. Ich bin kein Mediziner, konnte mir da nicht weiter was drunter vorstellen und hat dann eben mitgeteilt, dass am Montag eine sogenannte Kardioversion durchgeführt wurde. Er war gestern bei uns, wir waren in vielen intensiven Gesprächen. Es gab von unserer Seite, wie ich das auch schon nach dem Spiel gesagt habe, nur der Gedanke an eine erfolgreiche Gestaltung des Spiels gegen Werder Bremen. Und dann kam er heute, ich glaube es war 21:45, zu mir ins Büro und hat mich über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Haben dann noch gefragt, ob es Sinn macht, ihn in irgendeiner Form umzustimmen. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn die Gesundheit das Argument ist, dann macht es auch keinen Sinn. Das haben wir natürlich zu akzeptieren. Bin danach unmittelbar zu der Geschäftsführung in Person von Peter Görlich. Ich habe ihn in Kenntnis gesetzt. Wir sind heute alle hier mit dem Gefühl nach Hoffenheim, nach Zuzenhausen gefahren, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Kein Gedanke ging in diese Richtung. Ja, und jetzt ist die Information gerade mal 5 Stunden her und wir wissen, dass der Huub ab sofort nicht mehr auf dem Platz zur Verfügung steht. Ich kann mich an der Stelle für die Offenheit von Huub bedanken. Sicher nicht selbstverständlich. Ich kann mich an der Stelle bedanken für seinen Einsatz, für seine Arbeit, die er in den vergangenen Monaten hier geleistet hat. Und ich bedanke mich auch, und das finde ich besonders, dass er sagt, er steht weiterhin zur Verfügung, wenn wir Rat brauchen, Feedback wollen, weil er die Situation eben kennt. Ich habe das Gefühl, dass ihm der Club hier sehr am Herzen liegt und er auch da weiter mit uns mitfiebern wird. Allerdings nicht mehr auf dem Platz. Und ja, die Argumentation von ihm, dass er sagt, man braucht jetzt jemanden, der einfach 100% geben kann in unserer Situation, ist absolut nachvollziehbar. Schade, dass der Knurren nicht mehr da ist. Dem ist nur noch hinzuzufügen, danke für alles und gute Besserung, Huub Stevens.